Es herrschte Gewusel und gute Laune auf dem Schulhof der Förderschule in Hohenmölsen. Denn die Kinder, die haben sich schon lange auf ihr Sportfest gefreut, das übrigens alljährlich durchgeführt wird. Am Donnerstag war es nun soweit. Bevor der Startschuss fiel, haben wir mit Schulleiterin Elke Buchner gesprochen, was denn so alles geplant ist. Also wir machen jedes Jahr ein Sportfest, das ist aber nicht ein Sportfest wie im üblichen Sinn, sondern bei uns wird das immer auf die lustige Art gemacht, lustige Spiele mit Büchsenwerfen und Biathlon, aber da haben wir keine Gewehre, sondern wir schießen mit Wasserpistolen die Büchsen ab. Wir wollen also Spaß daran haben, wir hängen Wäsche auf in einer richtigen Reihenfolge, machen Dartspiele und dieses Jahr ist es ganz besonders groß bei uns zu feiern, weil wir haben Eltern und Gäste mit eingeladen. Sonst machen wir das immer alleine mit den Kindern hier. Aber wir wollten einen Höhepunkt schaffen, nachdem unser Weihnachtsmarkt 2 Jahre lang ausgefallen ist. Wollten wir einfach mal wieder sagen, hallo, uns gibt es noch alle hier an der Schule. Und wir haben natürlich einen riesen Grund zu feiern. Wir haben erfahren, dass unsere Fördergelder für die Schule genehmigt wurden. Und da wollten wir uns bei all denen bedanken, die uns dabei unterstützt haben. Das ist natürlich unser Bürgermeister Andy Haug, der vorn stand immer bei allem und unsere Eltern und mich unterstützt hat. Und hier immer gesagt hat, diese Schule muss bleiben. Unsere ehemaligen Eltern, ehemaligen Schüler, die vor Jahren einen Lauf geplant hatten und auch durchgeführt haben zum Kultusministerium nach Magdeburg. Und da haben wir unsere Aufmerksamkeit bekommen und Dank an alle die, die da mitgelaufen sind. Und dort haben wir das erste Mal gekämpft für die Schule und damals hat noch keiner gedacht, dass wir heute noch hier sein können und ein Sportfest feiern können. Und dafür meinen herzlichen Dank an alle, die dabei waren, die uns jetzt noch unterstützen und mich vor kurzem, als ich so ein bisschen eine schwere Zeit hatte und meine Pädagogen auch da wieder hinter uns standen. Und ich finde es nur so toll und war so gerührt. Und da haben wir gesagt, jetzt muss was passieren bei uns hier, jetzt dürfen wir wieder. Und daraufhin haben wir dieses Sportfest geplant. Dann sollte es aber losgehen. Zu Beginn reiht es sich erst einmal Danksagung an Danksagung. Eine Herzenssache von Elke Buchner. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, liebe Gäste und Pädagogen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht ein Kind von langen Reden bin. Aber heute wollte ich doch so ein paar Worte hier verlieren und loswerden. 2 Jahre ist unser erlebnisreicher kleiner Weihnachtsmarkt hier bedingt durch Pandemie ausgefallen. Nun wollten wir doch einmal einen Höhepunkt im Schulalltag für uns alle. Und die, die immer Unterstützer und Helfer im Schulleben hier bei uns sind. Ja, wir wollen gemeinsam feiern. Und Gründe dafür gibt es einige. Der allerwichtigste und schönste ist natürlich, dass wir erfahren haben, dass die Fördermittel für unsere Sanierung der Schule bereitgestellt sind. 4,2 Millionen. Ich freue mich sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind, gemeinsam mit uns Sport treiben zu wollen. Bei unserem lustigen Sportfest geht es nicht darum, wer ist der Stärkste, der Schnellste oder Beste oder die Größte, sondern wir wollen im Team von Schülern, Eltern, Gästen und Lehrern miteinander tolle Überraschungen erleben, die Herr Schuppert zu Hause vorbereitet hat für uns. Keiner sollte an dieser Stelle vergessen werden. Und so galt ihr besonderer Dank Frau Schumann, ihrem kleinen Chef, wie sie sich ausdrückte. Und wie ihr alle seht, es ist wirklich der kleine Chef. So unterscheiden wir groß und klein bei uns. Wir wollen uns alle bei ihr und ihrer Klasse bedanken. Natürlich auch den anderen Kindern, die uns so fleißig in dieser Woche unterstützt haben und die alles hier vorbereitet haben. Mit einem lustigen Tanz und einem passenden Lied dazu nahm das Sportfest dann seinen Lauf. Sieger waren sie am Ende alle. Es war wieder ein tolles Sportfest. Und wie heißt es so schön? Nach dem Sportfest ist vor dem Sportfest. Na dann, und bis zum nächsten Mal, 2023. Schwing zu dir rüber, auf dich nehm, 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 neh